Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video bzw. einer brandneuen Folge zusammen mit dem lieben Erik. Wir sprechen hier darüber, wie du deine Geschäfte bis zum Mond hochskalieren kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind im letzten Video stehen geblieben am Ende beim Thema Backend und haben dir erklärt, was ist ein Backend, warum macht es Sinn, ein Backend aufzubauen. Jetzt geht es nochmal um konkrete Beispiele und natürlich, was du dir denken kannst, um ein Backend weiter auszubauen. Das ist egal, ob du E-Commerce machst. Es ist egal, ob du Dienstleistungen verkaufst, ob du Immobilien verkaufst. Es ist eigentlich egal. Überall brauchst du ein Backend und jede große, gute Firma hat ein Backend. Und du hast schon bestimmt zahlreiche Male in diesem Backend bei zahlreichen Firmen gekauft. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Erik, schieß los. Was hast du im Kopf? Genau. Also, wir haben ja in dem letzten Video / letzte Folge sind wir durchgegangen, was ist eigentlich ein Backend und dass das Geld eigentlich im Backend verdient wird. Und dass es nicht schlimm ist, wenn du deine Anzeigen jetzt gerade aktuell sieht es aus, bist nicht profitabel, aber du bist auf die Lebensdauer eines Kunden hin profitabel. Das ist das Backend, deswegen ist es auch so wichtig. Und jetzt mal vielleicht einfach ganz mal Beispiele, wie kannst du so ein Backend aufbauen? Was macht Sinn? Weil ganz viele sagen, ja gut, Backend aufbauen, dass ich das machen muss, weiß ich. Aber was soll ich noch anbieten? Und das sind eigentlich einfach nur logische Fragen. Ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt in den Markt neu reingehst, kennst du deinen Traumkunden, also immer diesen Traumkunden-Avatar, kennst du wahrscheinlich ganz gut. Du weißt, was der gerade für Probleme hat, was der gerade so für Sorgen hat, was der gerade so macht, wie sein Alltag so aussieht. Und du weißt auch, was dein Angebot für Probleme löst, das er gerade mit ihm gekauft hat. Egal, ob das jetzt bei uns die CBO Mastery zum Beispiel ist, ich mache es mal in die Beispiele einfach mal kurz durch. Na, unser Problem war, also unsere Idee am Anfang, okay, wir haben jemanden, der hat schon mal Facebook-Werbung geschaltet oder noch gar nicht und er will einfach mal wissen, wie wirklich konstant mit guten Werbeanzeigen konstant profitable Anzeigen schalten kann. So, also CBO Mastery, sehr, sehr cooler Facebook-Kurs, Haufen Content drin, kam immer gut an, Leute kaufen es. Unser Upsell danach ist kugelsichere Ads. Warum? Jetzt gehe ich davon aus, jeder, der schon mal Facebook-Werbung geschaltet hat, kennt das Problem oder wer es nicht kennt, hat es zumindest schon mal irgendwo anders gehört, dass sehr, sehr gerne mal Werbekonten gebannt werden oder Business Manager werden gesperrt. Also Facebook macht dir einfach einen Strich durch die Rechnung. So, und das manchmal auch irgendwie vermeintlich unbegründet. Und unsere logische Konsequenz war, okay, wir zeigen Leuten, wie sie nicht mehr gebannt werden, weil das Problem kennen viele. Und das ist super nervig, wenn du dich morgens einloggst und siehst, hey, mein Konto ist wieder gesperrt. Deswegen, logische Konsequenz für uns, kugelsichere Ads, direkt als Upsell dahinter, hilft Leuten, dass nicht mehr gebannt sind, dass sie länger und ja, einfach längerfristiger im Prinzip Facebook-Werbung schalten können. Kugelsichere Ads, der Upsell läuft super, Leute sind happy, nehmen das auch gerne mit. Unser Upsell danach ist die sogenannte Performance Mastery. Warum? Die Performance Mastery ist bei uns einfach in Produktivität. Also wie arbeitest du wirklich, also es ist nicht nur Produktivität, das ist falsch ausgedrückt. Produktivität ist so eine Sache. Bei uns geht es generell einfach nur darum, wie machst du die richtig wichtigen Sachen, die dich wirklich voranbringen und das in der kürzesten Zeit, ohne dass du jeden Tag 12 Stunden arbeiten musst und so einen Kopf hast. Wie kommst du schneller voran als alle anderen, während du weniger machst als alle anderen? Das ist eigentlich Performance Mastery. Warum? Alle Leute, die an dem Punkt sind, wo sie kugelsichere Ads brauchen und haben wollen und sich auch mitgenommen haben, und dann kommst du wieder hin, die sind an dem Punkt, wo sie zumindest mal schon mal in dem Punkt sind, wo sie ein Business gerade aufbauen und viel Stress haben oder schon laufendes Business haben und einfach, ja, logischerweise viel Stress haben. Und daher, logische Konsequenz, hey, die Leute haben schon irgendwas, was ihre Zeit auffrisst. Sie haben viele Aufgaben, die haben vielleicht eine Freundin, Frau, Mann, ne, was auch immer, Haus, Kind, Tochter, keine Ahnung. Die haben Familien, die haben Verpflichtungen, die haben andere Dinge noch zu tun als das Business und würden trotzdem gerne vorankommen. Also logische Konsequenz von uns, was machen wir eigentlich? Wir haben alle beide mehrere Projekte, die parallel laufen, mehrere verschiedene Agenturen, die das machen und das machen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen und Freunde und Familie, ob es überhaupt oder nicht. So, und logische Konsequenz von uns war, wir zeigen Leuten, wie wir das eigentlich machen, dass wir teilweise halt 3-4 Stunden am Tag arbeiten, sehr, sehr schnell vorankommen. Deswegen logische Konsequenz von uns, das rausbringen. Dann gibt es noch High-End-Produkte, höhere Coachings, Masterminds, um mit uns zu 1:1 zusammenzuarbeiten. Eine logische Konsequenz ist, bau diese Offerkette aufeinander auf. Welche Probleme haben die gerade? Geh durch, okay, ich gehe in den Markt mit meinem einen Angebot. Die haben das Problem und das Problem löse ich. Jetzt sind die an einem ganz anderen Punkt, die Leute, ganz plötzlich, weil die haben nicht mal die gleichen Probleme wie vorher, weil die sind nämlich schon gelöst. Welche Probleme bringt das nächste Produkt? Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich kann geile Facebook-Werbung schalten, ist das Problem gelöst. Nächstes Problem ist,
jetzt gebe ich mehr Geld bei Facebook aus, weil ich besser schalten kann, ich bin profitabler und die plötzlich werden meine Anzeigen irgendwie abgelehnt, meine Accounts irgendwie gesperrt. Okay, Kugelsicherheit. Haben wir gemacht. Ich bin jetzt an dem Punkt, hey, meine Anzeigen laufen gut und ich werde nicht mehr gebannt. Das heißt, ich kann jetzt richtig Umsatz machen. Jetzt habe ich plötzlich viel mehr zu tun als vorher. Wie werde ich mit den ganzen Aufgaben, den ganzen Sachen, die anstehen, wie komme ich da irgendwie klar? Performance Mastery. Du weißt, wie du das alles regelst. Und dann bist du an dem Punkt, wo du so weit bist, dass du viel Umsatz machst, es schnell erledigen kannst, du brauchst mehr viel Zeit. Okay, jetzt willst du aber eigentlich auf ein ganz neues Level. Du willst weg von dem, was du gerade machst, du willst zu einem ganz neuen Level. Okay, 1:1 mit uns arbeiten. Klar, höhere Coachings, Masterminds. Das ist die logisch aufbauende Kette und das kannst du in jedem Markt machen, mit jedem Angebot, das du eigentlich hast. Überleg dir genau, welche Probleme hat dein, sag mal, Traumkunde jetzt gerade? Welche löst du mit dem ersten Produkt? So, wenn er an dem Punkt ist, wie geht's ihm dann? Machst du quasi das gleiche wieder, wie du vorher auch gemacht hast. Ausmalen, hey, wie geht's ihm? Was macht er gerade? Was denkt er gerade? Wie ist sein Alltag aus? Was hat er für Probleme? Was hat er für Sorgen? Und das wieder ausmappen, okay, und dann überlegen, wie kannst du mir jetzt helfen? Gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten auch andere Upsells machen können, außer kugelsichere Ads. Gibt verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Und da wieder ausmachen, okay, was macht er, wie geht's ihm, ne? Und dann schauen, wie kann ich ihm jetzt helfen? Das machst du im nächsten Upsell wieder. Okay, wie geht's ihm jetzt, wenn er das alles erreicht hat? Das gleiche wieder. Und so kannst du Schritt für Schritt eine Opferkette machen, die preislich nicht immer ansteigen muss. Das ist auch so, ich sag mal, ein sehr falscher Glaubenssatz, Upsellkette muss immer teurer werden. Bei uns geht's teilweise wieder runter. Zum Beispiel ist eben Kugelsicherheit teurer als Performance Mastery, weil die Performance Mastery einfach was ist, was wir so viele Leute wie möglich mitgeben wollen, weil das jedem helfen kann, der wirklich mal mehr in kürzerer Zeit erreichen will. Kugelsicherheit brauchen nur die, die wirklich mal das Problem hatten. Logische Konsequenz, macht das eine günstiger. Höherpreisige Coachings, logischerweise ein bisschen teurer auch, weil jeden Leute wirklich 1:1 mit uns eben arbeiten können. So. Und mach's eben, was es wert ist und überleg dir, welche Probleme haben die, wo kannst du ihm wie helfen und welche Probleme hat er nach dem Produkt, wie kannst du die wieder helfen. So baust du Offerketten auf, die auch funktionieren. Genau, gestern war ich beispielsweise, habe ich einen Link zugeschickt bekommen zu einem neuen E-Bike, was gar nicht so aussieht wie ein E-Bike, was total leicht sein soll und eigentlich alle Probleme löst, die du sonst mit einem E-Bike einfach hast. So, und die haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne laufen und dort verkaufen sie logischerweise die ganzen Fahrräder günstiger einfach. So, und da gibt es jetzt dann halt verschiedene Sachen. Das heißt also, wenn du ein Fahrrad kaufst, dort bei denen, was ein bisschen größer ist, ja, das heißt also mehr Material braucht, haben die das logischerweise ein bisschen teurer gemacht. So, wenn du es in speziellen Farben haben willst, haben die es wieder ein bisschen teurer gemacht. Das ist aber der Einstieg natürlich erstmal, ne? Als ich dann das Fahrrad hinzugefügt habe, wurden mir dann verschiedene Sachen angezeigt, erstmal, die ich noch hinzufügen kann. Das sind die sogenannten Order-Bumps. Ja? Was willst du noch haben? Wenn du beispielsweise ein Auto holst, willst du Ledersitze haben? Willst du vielleicht ein Sportlenkrad haben? Ja? Was willst du LED-Scheinwerfer haben? Soll das Ganze, willst du ein Schiebedach haben oder willst du eins verglast haben beispielsweise oder willst du eins haben, was einfach komplett zu ist von Anfang an, ja? Das sind diese ganzen kleinen Order-Bumps, die Dinge, die du zu deiner Bestellung hinzufügen kannst. Füge etwas zu deiner Bestellung hinzu. Und dann hinten konnte man dort hinzufügen beispielsweise 2 Jahre Garantie statt 1 Jahr Garantie. Dann konntest du dort nochmal neue Batterien hinzufügen. Du konntest ein neues Ladekabel hinzufügen. Du konntest nochmal spezielle Sets hinzufügen, die perfekt für das Fahrrad sind, damit du Sachen mitnehmen kannst beispielsweise, ja? Und verschiedene Modellierungen. So, und wenn du das dann gekauft hast, kommst du dann nachher wieder weiter und kannst dann beispielsweise, hast du dann die Möglichkeit, nochmal weitere Dinge zum Fahrrad hinzuzufügen wieder, ja, also das heißt also, es wird immer wieder Dinge angeboten, die einerseits eine logische Konsequenz sind, hey, das brauche ich auch, oder beispielsweise Dinge, wo du aus Angst sagst, ich kaufe jetzt lieber 2 Jahre Garantie statt 1 Jahr Garantie, genau. Weil was wäre denn, wenn es im 2. Jahr kaputt geht und ich habe dann keine Garantie, dann zahle ich doch jetzt lieber 100 Euro mehr, als später dann beispielsweise 500-600 Euro zu zahlen für eine Reparatur. Dann genau das Gleiche. Okay, ich denke mir, wenn ich das Fahrrad aus den USA bestelle, bestelle ich mir lieber 2, 3 Ladekabel und 2, 3 Batteriepackungen mehr. Weil was ist, wenn meine Batterie kaputt geht oder ich ein Ladekabel verliere? Kriege ich es dann überhaupt in Deutschland? Oder muss ich es mir dann dort aus den USA bestellen? Dann dauert es wieder 6 bis 8 Wochen. Ich kann 6 bis 8 Wochen kein Fahrrad fahren. Also füge ich es wieder hinzu. Das Gleiche wieder in dem anderen Online-Shop, wo wir beispielsweise Kaffee verkaufen, ja. Das heißt also, du kaufst zuerst einen Kaffee, dann kriegst du halt die Möglichkeit, hey, willst du nicht vielleicht ein Set bestellen, gleich 2, 3 Stück auf einmal mit einem kleinen Rabatt? Dann gibt es wieder einen Order-Bump. Hey, willst du nicht auch noch unseren Kokosblütenzucker beispielsweise bestellen, ja? Oder hey, guck mal, da ist noch eine ganz spezielle Sorte, die du jetzt hinzufügen kannst. Hast du überhaupt schon eine French Press, ja, mit dem du deinen Kaffee machen kannst? Willst du deinen Kaffee beispielsweise in der Röststufe oder in der haben? Und so weiter. Das heißt, immer wieder Dinge hinzufügen, die entweder eine logische Konsequenz sind
die etwas total Wertvolles günstiger anbieten oder die einfach aus Angst, also aus Verknappung, etwas zu verpassen oder etwas zu verlieren, nochmal dem Kunden die Möglichkeit geben, beispielsweise die Sicherheit neu einzukaufen, weil Leute kaufen sich immer ein neues Bedürfnis. Erik, du hattest, glaube ich, noch ein paar Beispiele gehabt, ne? Ja, was auch einfache Beispiele für direkte Upsells oder auch einfach Order-Bumps, ne? Also es gibt ja alles, was es online gibt, gibt es auch irgendwo in der Offline-Welt, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit dem E-Bike und sowas. Das sind alles Order-Bumps und Upsells. Die gibt es, wie es online gibt, auf dem Bestellformular und so ein kleiner aufleuchtender Button, den du mitnehmen kannst. Gibt es auch im Laden, wenn du im Supermarkt bist, bist du an der Kasse, gibt es so immer links und rechts diese, ja, da wo die ganzen Schokoriegel drauf sind, da gibt es mal irgendwelche komischen Batterien mehr im Angebot, irgendwelche Rasierer, sonst was. Und das sind alles Order-Bumps, die sind immer an der Kasse. Mittlerweile Tücher-Tabak und so ein Kram. Das sind die Sachen, die einfach, die über die Zeit, die sind ja nicht zufällig alle da. Die sind nicht zufällig, dass genau das da steht. Das sind die Sachen, die einfach gemerkt haben, die wir mit der Zeit immer am häufigsten da noch mitgenommen. So, weil wie oft schmeißt man sich da noch ganz kurz ein kleines Snickers mit drauf? Komm, eins, willst du die ganze Tüte kaufen? Okay, egal, nimm eins mit, nimmst du mit. Oder ja, okay, ich brauche sowieso später wieder neue Rasierer in 3 Wochen, die sind gerade im Angebot, komm, fuck it. Oder hey, neues Feuerzeug. Ich wollte die nächste draußen Lagerfeuer machen, keine Ahnung, packe ich mit alle Sachen, die es mir der Zeit gezeigt haben, die verkaufen sich gut, die packen wir mit dahin. Das sind Orderbomb. Sachen, die sowieso weggehen, die du sowieso irgendwann brauchst oder haben willst, dann nimm sie doch gleich mit. Die sind direkt an der Kasse, du musst dich nicht lange überlegen, nicht mehr durch den ganzen Funnel durchklicken, im Sinne von durch den Laden durchlaufen. Du bist schon auf Bestellformular, also an der Kasse, du kannst ja kommen, nimm mit den Ding und wirfst mit drauf und nimmst es mit. Das sind Orderbumps. Oder so Sachen wie, du kennst schon auch, es gibt zu einer Tube Zahncreme, gibt es eine Zahnbürste mit dazu. Warum? Logischerweise brauchst du früher oder später eine Zahnbürste, wenn du Zahncreme kaufst. Und auch wenn du gerade noch eine hast, vielleicht ist irgendwann nicht mehr ganz, wird ein bisschen mehr kosten als die normale Tube, aber immer noch günstiger als beides zusammen. Das ist ein Upsell-Bundle. Nimmst du mit, weil du brauchst neue Zahnbürste immer mal irgendwann wieder. Packst du mit ein. Oder es gibt zu Deo, gibt es noch ein Ding Seife mit dazu. Das sind alle Sachen, die brauchst du sowieso. Dann, ja komm, pack ein das Ding. Früher oder später brauchst du eh wieder, auch wenn du es vielleicht gerade noch hast. Oder vielleicht umgekehrt, Beispiele zu online. Was du auch machen kannst, ein Upsell ist einfach, anstatt eine Garantie zu verlängern, einfach eine Betreuung zu verlängern zum Beispiel. Das heißt, wenn du sagst, pass auf, du buchst jetzt bei mir ein 6-Wochen-Coaching, ne, anstatt 6 Wochen kannst du auch 8 Wochen buchen oder eben 10 oder 12. Das sind Sachen, die kannst du machen und kannst dann logischerweise den Preis anheben, weil du hast mehr Betreuung. Wenn ich denke, okay, wenn Leute an dem Punkt sind, wo sie was für 2.000, 3.000 Euro kaufen und wollen jetzt wirklich was machen, in dem Fall bei uns ein Business halt starten und haben 6 Wochen Betreuung, haben wir auch die Wahl, 12 Wochen Betreuung zum Beispiel dazu zu buchen oder sogar eben 12 Monate. Und denke, okay, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich eh was starten will, ich bin bereit, Geld auszugeben, scheiß drauf, ich will es jetzt wirklich, okay, dann habe ich lieber gleich die richtige Betreuung und nicht nur 6 Wochen. Gleiches Ding mit dem Fahrrad. Es gibt in der ganzen Welt, überall in der echten Welt, sowie im Online-Welt, gibt es überall Parallelen. Es gibt überall Order-Bumps, überall Upsells. Acht mal bis jetzt ein bisschen bewusster drauf. Dann kommen dir, glaube ich, automatisch bessere Einfälle. Was kannst du zu deinem Ding noch hinzufügen? Welche Upsells kannst du erstellen? Und welche, ja, im Prinzip Order-Bumps, welche Sachen kannst du in den ganzen Funnel noch mit dazu packen, dass ein Kunde, der bei dir einmal irgendwo reinkommt, egal an welcher Stelle, im Endeffekt mehr und mehr und mehr bei dir mitnehmen kann, gleichzeitig happy ist. Einfach der Customer Lifetime Value, das ist so eins der wichtigsten Dinge, glaube ich, überhaupt. Also der Wert, der ein Kunde für dich über die Lebensspanne wert ist, dass der erhöht wird, dann hast du einen Winner. Dabei ist natürlich auch wichtig, es ist okay, es ist erlaubt, es ist gut, wenn du Zusätze anbietest. Viele nämlich packen diese ganzen Zusätze in ihr eines Angebot mit rein, ja, weil sie halt denken, ja, das ist ja nicht erlaubt, das ist ja nicht fair, das kann ich ja nicht machen, ich weiß ja, dass der das noch braucht. Das Ding ist, du solltest Leuten nichts vorenthalten, was sie brauchen, um das Versprechen, was du ihnen gibst, zu erreichen. So, wenn du aber jemandem versprichst, du kriegst ein Fahrrad, dann verkauf das Fahrrad. Du hast niemandem gesagt, ja gut, es kann ja sein, dass deine Batterie irgendwann kaputt geht. Das weißt du ja nicht. Das heißt, du bist nicht verpflichtet, dem eine neue Batterie zu schenken. Und wenn bei dir jemand eine Packung Kaffee kauft, ist ja klar, dass sie leer geht. Warum solltest du ihm jetzt einen Jahresvorrat für 20 Euro geben? Das macht doch gar keinen Sinn. Sondern es ist völlig okay, dass du dann die Batterie on top verkaufst. Es ist völlig okay, dass wenn du nur einen Facebook-Ads-Kurs verkaufst, ja, wo du zeigst, wie man gute Facebook-Ads schaltet, dann musst du den Leuten nicht zeigen, wie sorgst du dafür, dass dein Konto nicht gebannt wird, weil das ist wieder ein komplett anderes Thema. Klar ist das wichtig und gehört dazu, aber es liegt in der Eigenverpflichtung der Person, genauso wie es in der Eigenverpflichtung der Person liegt, dass das Fahrrad und die Batterie vom Fahrrad nicht kaputt geht. Wenn es kaputt geht, dann ist es nicht deine Schuld und dann ist es auch völlig okay, dass jemand extra dafür zahlt, für die Reparatur oder für eine extra Batterie. Genauso wie es okay ist, dass wenn jemand das Problem hat, dass er ständig gebannt wird, dann ist es seine Schuld, das ist ja nicht unsere Schuld oder die Schuld von demjenigen, der ihm gezeigt hat, wie man Facebook-Ads schaltet, sondern weil die Person offensichtliche Dinge
falsch gemacht hat oder gemacht hat, die sie nicht machen sollte. Und dann ist es okay, dass sie extra dafür zahlt, um das extra zu bekommen, das Ganze, ja. Und deshalb blockier dich da nicht mit dem Grundgedanken, hey, ja, das darf ich ja nicht oder ich habe das ja schon in meinem Grundangebot drin. So, das heißt, was wir auch gemacht haben, weil bei uns war das, bei mir war das früher das Problem, dass ich alles in eine Sache reingepackt habe und mich dann gewundert habe, warum keiner die anderen Sachen gekauft hat. Naja, weil ich denen ja schon alles gegeben habe. Also geht es darum, das Kernangebot halt schlanker zu machen und halt zu sagen, okay, was ist da drinne, was ein Bonus ist, den sie eigentlich nicht unbedingt brauchen und den dann einzeln zu verkaufen, separat anzubieten, nochmal on top, damit du da einfach den Kundenwert erhöhen kannst. Das hilft dem Kunden und es hilft dir und die Person nimmt es einfach auch nochmal ein bisschen ernster, das Ganze. Und du kannst dann einfach auch mehr Werbung machen, mehr Promo machen, länger leben und damit auch mehr Leuten helfen. So, hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube nicht mehr, was wirklich dafür ausschlaggebend wäre, aber es ist generell so eine Sache, dass auch viele Menschen denken, okay, verkaufen ist schlecht. Das sind Sachen, die wurden so krass in Verruf gezogen, weil es auch einfach zu viele, schlechte Angebote gibt. Es gibt zu viele schlechte, sich selbst beweihräuchernde Gurus, die sich in einem miesen Angebot sonst was erzählen wollen. Klar, das ist mieses Verkaufen. Es gibt Sachen, die sind einfach schlecht. Es gibt Sachen, die verkaufen die Sachen nur, dass danach das nächste Sinn macht. So ein Kram zum Beispiel. Aber das ist nicht so eine Sache. Solange du keiner davon bist, solange du ehrlich Angebote hast, die Leuten wirklich weiterhelfen, dann hab keine Angst zu verkaufen. Und dann nimm Geld für das, was du machst. Umso mehr Zeit kannst du auch rein investieren. Wenn ich Leute for free coachen würde, wie soll ich denn da mehr Leute coachen, wenn ich es mir finanziell nicht leisten kann? Ich muss doch dann da die Zeit zurückschrauben, zum Beispiel, um anderweitig irgendwie Geld zu verdienen. Ich muss ja von irgendwas leben. Ich muss Miete zahlen, Essen zahlen. Ne? Es macht gar keinen Sinn. Von daher muss ich dafür zwangsläufig Geld nehmen. Und wenn er was anderes will, dann kann ich es nicht for free machen, weil dann muss ich da drüben die Zeit runterschrauben. Macht gar keinen Sinn. Deswegen hab keine Angst, Geld für was zu nehmen, aber keine Angst, Upsells zu machen. Löse ein Kernproblem im ersten Angebot, nicht ein großes Ding-Spektrum für 100 Euro, sondern mach ein Problem, löst du das dafür schön ausführlich und dann die nächsten Probleme, die dann logische Konsequenzen, die löst du den ganzen Upsells und dann hast du einen sehr, sehr coolen Funnel, der funktionieren sollte. Sehr gut. So, in dem Sinne. An der Stelle sehen wir uns dann im nächsten Video, das war's von Erik und mir und wenn du mehr von uns wissen willst oder wie wir beispielsweise bei dir Upsells bauen würden oder eine Angebotskette, die einfach Sinn macht und von allen mitgenommen wird, dann hast du unten die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Gespräch bei uns einzutragen. An der Stelle, ich freue mich. Was von uns. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.